Beim primären Hyperparathyroidismus ist eine Nebenschilddrüse komplett außer Kontrolle geraten. Erkrankungen der Nebenschilddrüsen sind eigentlich sehr selten, aber die häufigste Erkrankung an den Nebenschilddrüsen ist der primäre Hyperparathyroidismus. Das ist, wenn eine Nebenschilddrüse zu viel Parathormon produziert. Das ist das Hormon, was die Nebenschilddrüsen produzieren, und es dadurch zu sehr hohen Kalziumspiegeln im Blut kommt. Es fällt häufig auf dann durch eine Produktion von Nierensteinen oder einer nicht altersgerechten frühzeitigen Osteoporose, die auch sehr schwer mitunter sein kann, oder zu Magen- und Darmbeschwerden, häufig klassischerweise vermehrtes Sodbrennen oder Appetitlosigkeit. Der primäre Hyperparathyroidismus muss operiert werden, weil eine Nebenschilddrüse ja zu viel Parathormon produziert. Aber nicht nur das. Viel schlimmer ist noch, sie hat sich entkoppelt von den Steuerungsmechanismen, die sich im Kopf, im Gehirn befinden. Sodass der Freigeist wird immer weiterhin mehr und mehr Parathormon produzieren. Im Verlauf steigt auch immer mehr der Kalziumspiegel und es kommt zu den bereits genannten Symptomen. Nach Entfernung der vergrößerten und sich verselbstständigten Nebenschilddrüse werden die anderen drei Nebenschilddrüsen, wir haben nämlich insgesamt vier Nebenschilddrüsen, springen wieder an, um das ganz normale hormonelle Niveau an Parathormon, das wir brauchen, zu erreichen. Aber dieser Umschwung, dass die anderen drei Nebenschilddrüsen wieder anspringen und arbeiten und Parathormon produzieren, das dauert so circa 24 bis 48 Stunden, wo es manchmal dazu kommen kann, dass der Kalziumspiegel dann zu niedrig ist, und dann bedarf es der Einnahme von Kalziumbrause.